përshëndesim nga show full Shqip. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në gjithë botën, në gjithë avizet shqiptare, në gjithë diasporën. Mirëmbrëma nga shtëpia më e bukur, më e madhe diasporës që ka një emër dhe quhet show full Shqip. Një të vërtetë për shoqatën Shota që na zbukuron studion sot. Shkolla shqiptare e vallëzimit. SSV, ha? Shkolla Shqiptare e Vallëzimit, faleminderit shumë shoqata Shota që janë sot prezente në Full Shqipshow dhe na zbukurojnë emisionin tonë. Kemi mysafir interesant sot, mos u largoni nga ekrani sepse do kënaqeni me Full Shqipshow. Atëherë përpara se të fillojmë për të ftuar mysafirtar, na duhet që të falenderojmë Vimër. Si çdo javë. Bravo, sponsorët tanë. Faleminderit shumë sponsorin jonë i parë. Kompania që ndërton komplekse super luksoze në midis Gjilanit, kompania Arkatana. Faleminderit Arkatana që ndërton bukur, mirë dhe lirë dhe je shoqërues i Full Shqipshow. Biga për ty. Edhe lukthi makinës don kualitet. Kualitetin e gjen vetëm te karburanti më i mirë në këtë shqiptari. Hip Petrol. Faleminderit Hip Petrol që për tretin sezon rallazi është sponsori i Full Shqipshow. File dank staf i lart i kompanisë Hip Petrol. File dank, të duam shumë. Kush don me investu në imobilje mund me kontaktu kompanien DKF Future Investment AG. Prej fillimit, prej temeleve, shet, blen, ndërton, mund bashkëpunim me DKF sepse ja blen është shumë serioz dhe shumë mirë. Faleminderit shumë DKF që je shoqërues i Full Shqipshow. Me big up atë DJ Gjesit mundem me hek fill fet. Sure. Fet vek. Ta që pak që vjen edhe pak vjen pran vera. Lorenz Gartenbau, kompania nga Cofingeni që ta ndërton kopshtin me super kualitet. Herr Krasniqi, File Dank që je Full Shqipshow, është sponsor edhe na mbështet në sezonin 2019-2020. Të duam shumë, faleminderit shumë, drejtoni bashkëpunimin me Lorenz Gartenbau. Kompania që na ka ndrej studion e re, Mahler edhe Gipser më të mirë dhe më punëtor në krejt Zvicër, Jona Bau. Jona Bau, kësë e ki. Faleminderit shumë gjemë neve. Jona Bau është DJ, të lutem. Jona Bau është Mahler dhe Gipser shumë i mirë në Zvicër, ku mund ta kontaktoni për rregullimin e shtëpive, të lokaleve, të ambienteve tuaja. Sujuka, Qebapa, Mishteren, Ajvar, ushqim si në vend lindje ka dhe këtu në Zvicër të kompania AM Food. Neve kur gjo nuk na duket shtrejt edhe mishi na duket lirë. Tek fabrika AM Food në Bazel mund drejtohemi gjithë albanarët e Zvicrës në blezë sepse është e kualitet serios dhe i mirë. Faleminderit shumë, AM Food. Shkonin reqni dhamë të Dr. Fame Haliti, kompania Dentfix në Prishtinë. Maj dham ish sarit, jetë i verë, bardë. Nakër ik maken alles vajs. Faleminderit shumë, doktor Dan Fix, që jemi në edhe Full Shqipshow. Plus ju ftojmë në njëk në faqen e Facebookut Full Shqipshow, edhe në faqen e Instagramit fullshqipshow.ch. Atëherë, vazhdojmë me programin Full Shqipshow, sepse një program shumë interesant. Herë të mallë, ose herën e parë, ne duhet të falenderojmë mysafirët tanë që kanë pranuar ftesën për qenë Full Shqipshow. Mysafiri i parë për sot në Full Shqipshow është një njeri special të cilin ne falenderojmë që ka gjetur kohë, ka pranuar dhe është kryetari i komunës ose i bashkisë së Lucernit. Pra, faleminderit shumë, i dashur Beat Cysli në Full Shqipshow. Happy God! Herr Cysli, herzlich willkommen zur Full Shqipshow. Herzlich willkommen auch. Vielen Dank für die Einladung. Faleminderit po thot për ftesën. Herzlich willkommen. Ich bin Auslander, aber ich habe immer mein Google Translate. Was ist übersetzt? Und der Perkfen. Faleminderit që ke gjetur kohë në Full Shqipshow edhe un jam banor i Lucernit dhe jam shumë i gëzuar që kryetari i qytetit ku banoj un e kam Full Shqipshow. Freut mich sehr, da zu sein. Also was ich jetzt schon mitbekommen habe, ist toll. Ich finde es ganz toll, dass ihr so die Verbindung macht, auch Schweiz, Albanien. Und ich glaube, das ist, sind ganz wichtige Elemente auch von der Integration. Schon mir bedeutet, dass die Menschen schon mal probieren, Lidien mit Schweizer und Schiptarve, dass sie einen Picket kryesore zu integrieren. Wir sind mit Lidien oder nicht kennen wir uns hier, Kurma? Genau, wir sind verbunden und werden uns nie mehr wieder entverbinden. Das hoffen wir.
A keni stres ju kryetart apo vesh na thjeshtit o vla? Haben Sie auch Stress als Stadtpräsident oder nur mit normalsterblichen Menschen? Das gibt es immer wieder. Ich habe ziemlich dichte Agenda, ich habe sehr viele Termine und das gibt schon manchmal ein bisschen Stress. Aber ich versuche es immer ein bisschen gelassen zu nehmen und mich auch gut zu erholen. Kannst du beste Termine, den Agenda plotten, Termine zu haben, muss man bei Stress, aber bei mir nicht, man muss aus, aber schon. Stress der Rechnungen, Betreibungen, schöne Sachen, was gibt es? Rechnungen, Betreibungen, also die Art von Stress, das kennen Sie nicht. Keine, oder? Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Aber Finanzprobleme haben wir natürlich auch immer. Oder? Wir haben die Finanzen von der Stadt Luzern und das ist immer mit vielen Diskussionen verbunden. Da gibt es immer wieder Probleme. Also die Küvet, ja, aber die Kantone in Luzern hat keine Probleme mit Finanzen. Kommt nicht schon, dass die Probleme mit Finanzen hast? Hast du drei Weite in die Ulroga tun, aber wir bauen gut Ardora? Ja, das ist schon länger her. Es hat eine Initiative gegeben, die die Bevölkerung über unseren Lohn, also vom Stadtrat und Stadtpräsident, abgestimmt hat und hat die Löhne reduziert. Das ist aber noch passiert, bevor ich in das Amt gekommen bin. Kann die Initiative die Publik haben, dass wir alle rogen Politiker haben, die im Parlament in Luzern nicht? Weil ich kann Paras und Bo-Kü-Präsident in Luzern. Kommt nicht gut, wenn ich Bo-Präsident in Luzern, pra i Kantone de, i Kommunes Luzern, kannst du pa Krawat. Normal und dice, pakten nga experienza që kemi nga kryetarë ta në nga Balkani, i vdojmë pregzimit një 3-4 Krawata, qa dit. Ju pa Krawatte, pse ka qenë thjesht? Das ist so, es gibt schon auch Situationen, wo ich eine Krawatte anhabe. Ich habe nicht erwartet, dass da zum Teil Krawatte anhat. Da hat sie vielleicht auch eine Art geblieben. Es gibt natürlich schon auch festlichen Anlässen. Also, keine Situation, wo du Krawatte hast. Sie brauchen mal ein Capriccio, wo du nicht benehmen Krawatte. Geht dann po... Schaust du, keine Ahnung. Na, po, in fact, sie reperen bei Intervisen, dass du einen Schoss nach auf YouTube. Aber heute nur für Respekt für dich oder für Herr Mais. Ich habe eine Krawatte, so normal ist es nicht fett, ich habe eine Krawatte. Ich habe eine Krawatte. Ja. Sekretär der Kommune Luzern, wie viel punoni ihr dashur, wie viel merrt ihr für Familien zu euch und wie viel für Schöcherin? Nie Abend oder Dit. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu unterteilen. Oder? Also meine Arbeit geht natürlich sehr stark in die Freizeit hinein. Ich bin auch für Kultur und Sport zuständig. Ich bin sehr viel an Kultur- und auch Sportveranstaltungen zusätzlich. Und das ist ja nicht für mich Arbeit. Aber ich habe viele Tage, da fahre ich am Morgen um 7 Uhr an und gehe bis am Abend um 10, 11, das ist eher der Normalfall. Po thot, a shumë zorë me dalu kohë në lirë me punën, sepse shumë shpet ashtë edhe në për evente kulturore, për shumë ose sportive, ku edhe atje një vetin edhe si mu kanë kohë e lirë, po edhe si punë. Ka i herë është prej 8 orës në mëngjes dhe 10 orë në mramje një shpisë. Ja, top. Ajna andre frage, më shqiptarë a ke kontakt? A ke në i familje shqiptare që e ke shoqëri ose në i shok shqiptar që flet me të regullisht ose kalon kohën me të ose mendimi jot në përgjësi për shqiptarët i dashur? Ich habe Kontakt mit einzelnen Leuten, auch bei uns zum Glück. Also in Luzern hat es einige, die sich auch politisch betätigen. Auch in meiner Partei, wo ich bin, der SP, hat es immer wieder Leute, die sich betätigen, politisch. Und zu denen habe ich schon Kontakt. Was hat Sie damals in Politik? Ja, diese Schiptar, die engagieren in Politik, in Partien, die SP. SP? Der Rest, die Sie tun, es kann Kontakt. Herr Süssli, SP ist der Beste, oder? Der SP ist der Beste. Immer die Beste. Immer der Beste, SP. Është qyteti i Lucernit më i frekuentuar i prej turistëve në Zvicër? Apo jo? Wir haben sehr viele Touristen. Wir haben etwa 10 Millionen Tagesturisten in Luzern und fast 1,5 Millionen Leute, die übernachten, also Übernachtungsgäste. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man es vergleicht. Also Zürich und Genf haben noch mehr Leute, aber für die Grösse der Stadt Luzern ist das sicher ein sehr hoher Wert in der Schweiz. Also, ich kann, die Wien mit Visitus aber nicht dort, haben 10 Millionen Leute, 9,5 Millionen Leute, die Wien mit Beut in Luzern. Also, du mit Schifra, Zürich und Geneva kann man schon, aber die Städte ja schon mal in Vogel, Luzern, aber gerade als Süden, krassim... Krassim Statistika der Schifra. Një pyetje tjetër të që i dashur në lidhje me turistat, se me të ardhë baba, sa shpesh mërzit është dikur, a ka ankesa prej popullit për shembull për turistat? Ja, es gibt schon vielleicht zunehmend Leute, die finden, das hat ein bisschen viele Touristen. Es hat natürlich auch immer wieder zugenommen.
Es ist eben noch interessant, dass von diesen 10 Millionen kommen etwa 3/4 aus der Schweiz selber. Oder? Das merkt man gar nicht so. Aber die, die natürlich aus Asien kommen, die sind einfach auffälliger. Aber es ist in der Stadt Luzern so ein relativ kleiner Ort. Oder? Es ist sehr begrenzt. Und da gibt es schon Leute, die sich ab und zu stören, dass es dort sehr viele Gruppen hat. Ja, und diese Person, die hier ankommen, die ganz interessant ist, dass die Touristen, die in Luzern sind, in Switzerland. Und Touristen in Switzerland, die vizitu Luzernin, edhe po, po thot ka si që ankohen, po në përgjësi nuk ka shumë problem. A më duhet prej Kine po vinë mas shumë të kryetarë? Nein, also insgesamt eben nicht, sondern 3/4 eigentlich aus der Schweiz. Oder? Aber von denen, die dann übernachtet, ist es doch ein relativ hoher Anteil, jetzt mittlerweile aus Asien, also nicht nur China, auch Indien, Korea, also Südkorea haben wir sehr viele Leute, aber natürlich immer noch auch aus den USA, aus Großbritannien, das sind auch immer noch wichtige Länder. Also drei Kater, drei, ja, Switzerland, Chevina, Montiert, Chevina, China, Indies, Korea, Jugut, ja, Plotasi. Kurz und schütte dir mal mir in Switzer, Luden. Selbstverständlich Luzern. Normal, ist ja Luzern nicht so. Normal. Kanet pak te politika. Politike sa e duhen më shumë femra apo meshkuj për me hecë më mirë përpara? Also ich glaube, es braucht ein Ausgleichungsverhältnis und das haben wir natürlich noch nicht. Es hat immer noch zu wenig Frauen, oder, die sich in der Politik betätigen. Und mir ist es grosses Anliegen, Frauen auch zu fördern, dass sie mehr sich in der Politik engagieren, dass wir irgendwann möglichst ein Ausgleichungsverhältnis haben. Also das ist mir die Kurve pas barabar. Momentan ist ja noch schon meshkuj që po angazhohen in Politik, po, për Beatrisin është shumë e rëndësishme që edhe gratë hinë sa më shumë politikë edhe angazhohen. Mm-hmm. Bravo. Kom lexuar sepse kam investiguar për ty që e don artin shumë. A ndikon arti tek e ardhmja një kombi? Edhe kësaj dhe dy ybësi... Në jetën e një kombi, për shembull, fakt. Er hat gesagt, er hat über sie gehört, dass Kunst für sie etwas Wichtiges ist und, oder dass sie gerne Kunst haben. Wie wichtig oder ist Kunst wichtig für die Entwicklung von einer Bevölkerung? Ja, ich finde es mir ein sehr höchstes Anliegen. Also Kunst und Kultur, ich das ein bisschen breiter anschauen, finde ich etwas ganz Wichtiges. Wir haben ein grosses Projekt gerade jetzt in Luzern, wo wir dran sind. Das ist der Bau von einem neuen Theater und das ist jetzt für mich sehr ein zentrales Anliegen. Aber jetzt nicht nur für das Theater, sondern ich wollte eigentlich möglichst ein breites Kulturangebot und das kann auch albanische Kultur, Schweizer Kultur, also es soll wirklich für alle Möglichkeiten haben, um ihre Kultur eigentlich können ausleben. Also die Art und die Kultur haben schon seine Transismen. Also momentan ist ja kein Projekt, also in Luzern, wo wir mit Maruni Theater, für mich will auch halt immer schon Martin. Also schon, wo dann eben mal engagiert mit Bosch, haben schon Projekte in Luzern, für Schamel, also für Kultur, Schiptare, für Art, Tiere, Kultur, aber haben schon. Herr Süssli, ich gefällt dieser Stadt. Ich gefällt sehr viel. Dete, ich gehe jeden Tag zwei, drei Wochen pro Tag, zwei, drei Mal pro Tag. Dete, ich kaufe Maroni, heiße Maroni. Ja. Und dete, ich trinke Kaffee Express und so. Aber ich gefällt sehr viel diese Luzernstadt. Ja, ja, das ist wirklich. Ai tifosis Fußballit, die Sportit. Die Fußballit. Sind Sie ein Fußballfan? Ja, doch. Ich kann auch ab und zu schauen, wenn der FC Luzern schottet. Das ist im Moment nicht so wahnsinnig gut, aber ich kann auch sonst ein Fußballmensch. Ja, doch, bin schon interessiert. Ich bin schon interessiert, aber ich kann keine Ahnung, dass Luzern nicht gut ist. Schon Präzisi für die Zielenskuader kenne ich mal schon per Seimer. Und so allgemein, was ist Ihre Lieblingsmannschaft? Ja, natürlich schon der FC Luzern, oder? FC Luzern. Jetzt natürlich international nicht so erfolgreich. Oder dann natürlich Schweizer Nationalmannschaft. Also Equipe Nationale. Wer ist der Beste in der Schweizer National? Was ist der beste Spieler in der Schweizer Nationalmannschaft? Schweizer Nationalmannschaft, ja. Wenn er würde spielen, der Shaqiri wahrscheinlich. Shaqiri, Herr Süssli, und schon mit Zoom am Schiess heute mit Ihnen in den Studien Ton. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Kommt der Schiess schon mit Präsentationen die Packkulturen in Schiptaren, mit denen wir nicht oft schon gehofft haben, weil wir nicht mehr oft essen. Genau, und er möchte Ihnen so die albanische Kultur noch ein bisschen näher bringen und ein bisschen zeigen. Das ist traditionelle albanische Kleider. Das sind traditionelle albanische Kleider. Kur permendet Mother Teresa, was hat Bienermann? Ja, wenn man die Mutter Teresa erwähnt, was kommt Ihnen dabei in Sinn? Ja, da kommt mir Indien
In India, aber eigentlich nicht Albanien. Mhm. Po, nächstes Jahr momentan ein paar Schipria. Mhm. Aber im Moment nicht deutsch, ich bin in Schipria. Und im zweiten Moment kommt dann die Assoziation. Zu Albanien eigentlich nicht, nein. Also ich habe keine Verbindung jetzt zu Albanien. Die Schekalidia, Schipnia. Schiptarisch, nicht Teresa? Sie ist Albanerin, ja. Ist sie? Ursprünglich. Aber schätze, du bist ein Punktkraft, wir haben nicht auf Albanien. Darum, das ist ein Grund, wieso wir sie eingeladen haben, um ihnen noch ein bisschen mehr die albanische Welt näher zu bringen. Sehr gut. Bitte. Cila ka qenë puna më e vështirë për ty në komunën e Luzernit dhe cila më e suksesshme që mendon ti? Was ist das Schwierigste, was sie gemacht haben besitzt im Parlament in Luzern? Ja, wir haben immer wieder Vorlagen, wo es ein bisschen schwierig ist. Wir haben einmal das letzte Jahr versucht, einen Vorschlag reinzubringen ins Parlament, wie man die ganze Garparkierung, das hat eben gerade mit dem Tourismus viel zu tun, könnte lösen. Und dann hat das Parlament gefunden, das sei nicht ein guter Vorschlag und haben uns das abgelehnt. Und jetzt sind wir... Ja, jetzt sind wir jetzt irgendwo zwei Schritte zurückgegangen und jetzt probieren wir das wieder weiterzumachen. Ich kann passend proposieren, gucken, dass du Parkplätze der Autobusse da ja. Die ist ja in Luzern Parkplätze der Autobusse. Kann das mit der Schule, die hat ja, der Parlament in Nuk Kadasht mit der Schule, die kann passen, Chef. Und du kannst ja auch ein paar Situationen mehr Sorge, ein paar Chef kann passen im Parlament. Puna, mehr Success, mehr Mina, und das Erfolgreichste oder das Beste, was sie bis jetzt gemacht haben? Ja, es sind manchmal vielleicht gar nicht so grosse Sachen, aber etwas, wo wir jetzt gerade sehr gute Unterstützung haben im Parlament, das war für die Ausrüstung der Schulen mit Laptops, oder? Also wirklich Digitalisierung der Schulen. Und da haben also alle vom Parlament am Schluss zugestimmt. Und das zweimal, zuerst für die Sekschüler und dann nachher nochmal für die Primarschüler. Ja, guck an, wenn das Laptop an mir oder an Schule wäre. Die Schule ist Sekundar Stufe oder Primarstufe, oder hat die Parlamente, wenn das schon tut, mir dann Computer, Laptop, um mir in der Schule. Bravo. Si kryetari Luzernit, a ke noi kontakt me kryetaret tan të Ballkanit në një lidhje me punën ose me noi bashkëpunim mes dy komunave për shemb? Si as Stadtpresident, haben Sie Kontakt mit irgendwelchen Politiker aus dem albanischen Raum beispielsweise oder aus dem Balkan allgemein? Ja, das gibt es schon. Also Kontakt jetzt mehr auf kantonaler Seite gibt es auch. So zusammenarbeiten? Weniger. Wir haben aber in der Stadt haben wir eine Integrationskommission. Mhm. Dort sind Leute vertreten aus ganz verschiedenen Ländern. Und dort trifft man sich regelmäßig auch für einen Austausch. Und dort gibt es schon eine Zusammenarbeit. Stumme Politiker haben ja schon, oder Bashponima ja schon, die eine Kommission zu integrieren mit Luzern, wo haben viele Personen, viele Nationalitäten, die hier Bashponoin. Bashponoin für Ideen oder für Gjona. Po. Bukur. Synimi jot, a është rrish sekretar i Lucernit apo ke synime me dalë më lart në politikë, ndoshta deri në nacional parlament ose në ministra, në president apo diun? Synimet tua të ardhmen. So, ihre Ziel, wir sagen jetzt mal so karrieremäßig in Zukunft, gibt es noch irgendetwas, was sie erreichen möchten in Zukunft? Etwas höher, sage ich jetzt, als Stadtpräsident von Luzern? Nein, ich bin im Moment gerade im Wahlkampf. Also Ende März haben wir wieder Wahlen. Ich würde sehr gerne das Amt weitertreiben und weitermachen als Stadtpräsident. Ich finde das etwas vom Spannendsten, vom Interessantesten. Man ist sehr nahe an den Leuten, man ist sehr nahe an den Projekten, oder? An der Umsetzung auch. Und mich interessiert eigentlich weniger jetzt auf kantonaler oder nationaler Ebene, das zu machen. Also momentan ist ja, ich bin schon erst durchgeschaut, aber was tun könnt pozit po thot sepse tash edhe pak në mars janë zgjedhjet edhe po don shumë ka dëshirë me vazhduan këtë pozit prap si vota vota vom Albaner oder nein würdet sie gerne die Stimme von der Albaner haben ja oder nein natürlich die wo können das stimmen alle Albaner vom Luzern bitte vom Welle Welle for Beat Süsli bitte alle Albaner. A janë të gjitha rregullat e komunikacionit ose në përgjithësi të Lucernit njësoj me kantone tjera, apo sa strikt është Lucerni më shumë se sa tjert? Mehr oder weniger sind sie schon gleich, aber es hat jeder Kanton, oder, hat zum Teil ein bisschen unterschiedliche Bestimmungen, aber eigentlich in der Stadt kann man sagen, sind sie ja ungefähr gleich. Also ja. Sicili Kantonika, du sagst, dass sie die Veçanta haben, aber die Bürgerse haben Regeln nicht, sind keine Zitäten in Schweiz. Top. Për cigaren. Herr Süsli, wenn ich rauche eine Zigarre, ich mache einen Pum. Nein, ich habe geschaut, ich habe gesehen schon.
Ligji Zigarres ist ein Regel, pra einem Ambiente, da brennst du mir nicht Bier. Das definitiv. Das Gesetz ist ja, dass man drinnen nicht darf rauchen, oder? Ja. Ja. Nuk pije, das ist eine Regel. Genau. Ligji i cigaret që pohedhet në tokë gjithandej, pra këto filtrat e cigaret ja. Po gjuhen gjithandej, a është në regull dhe a ka një plan Kommune Luzernit ose në Zvicër përgjithësi për këtë? Es ist eigentlich verboten, also jetzt in Luzern und Kanton Luzern auch, und es gibt eigentlich einen Buß, wenn man das macht, aber das Problem ist, die Polizei muss eigentlich gerade in dem Moment das natürlich sehen, oder, dass das jemand macht, um das zu beweisen. Und das ist die Schwierigkeit. Mhm. Und darum gibt es gibt Bussen, aber es sind relativ wenig, die so gebüßt werden. Wir hoffen einfach, dass das ein bisschen wirkt, oder, dass die Leute sich ein bisschen mehr zurückhalten. Aber ja, es ist sicher beschränkt von der Wirkung. Also, die Anstände lume, wenn man bombt so eine Polizei, tut man ein paar gute Nehmen. Amo për me pagu një dënim duhet më konë situata me të pa policin qatë moment të e gjujt. Mm-hmm. Masi që nuk ndodhë shpesh më konë qatë situatë policin për e gjujt. Në i plan tjetër nuk ka për me ndalu këtë? Në këndë plan, vi me rësë në hlimi, ha i dhemë, këtë snejtë. Es gibt immer wieder Kampagnen, es gibt Aktionen, wo man die Leute darauf aufmerksam macht. Es geht ja nicht nur um Zigaretten, es geht auch sonst um Abfall. Oder? Wir haben einfach sehr viel Abfall von Verpackungen, von Esswaren und so zunehmend. Oder? Und dort machen wir schon immer wieder Kampagnen. Wir versuchen auch mit den Läden dort zusammen zu schauen, dass ein bisschen weniger so Verpackungsmaterial überhaupt in Verkauf kommt. Oder? Und durch das nachher auf der Straße liegen bleibt. Also da sind wir schon eigentlich immer wieder dran, das versuchen zu verbessern. Was hat die Stunde per se Beturin hat Podoin? Sama pak, thuhet Better Berlogin që gjithë, po bojnë sama shumë aksione dhe kampanje për me mi sensibilizu poplin edhe me bashkëpunu edhe me kompanit që shesin produkte, me përdor për shamë dhe tjera shtjelje, po, për mos me gjithë Berlog tani në për rrugë. Çfarë bën komunën përgjithësi për Oslanderët ose për të huajt për të integruar më shpejt në shoqërinë e tyre ose në shoqërinë zvicrane? Ja, also wir haben verschiedene Aktivitäten, aber wir versuchen mit der Integrationskommission mal zu hören, was sie überhaupt interessiert. Dann versuchen wir auch über Quartieraktivitäten die Leute zu erreichen, über Vereine auch. Aber es gäbe schon noch weitere Aktivitäten. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass man könnte auch das Stimmrecht geben, denen, die längere Zeit hier in der Schweiz leben, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht Schweizerinnen und Schweizer sind, dass man das Stimmrecht geben könnte. Es ist jetzt etwas, was die Stadt Zürich dran ist und versucht. Das finde ich zum Beispiel sehr eine gute Idee. Da könnte man sie mehr einbinden. Also, Jan, diese Aktivitäten oder Projekte, die ihr bohnt, für mich integriert, sind schon Migranten in Luzern. Aber die Schkatsch kann man realisieren, dass wir dann direkt për me votu atyne që se kanë pasaportin zvicrane. Do më thanë Auslandera që jetojnë zvicrë. Bitëshën! Bitëshën! Aldo, Herr Tisli, ik bin vom Albania. Ja. Ik vonin Luzern. Ik rede gut Deutsch. Nein, gut, ja. So gut, aber ik rede gut. Ja. Also, aber nächste Jahr ik rede besser. Ich habe eine Frau legal. Also, illegal, ich nicht zeige dir, aber legal, ich habe eine. Ich habe zwei Kinder. Meine Frau hat Schweizer Pass. Mein Kinder hat Schweizer Pass. Ich bin mit Kultur, ich bin integriert, ich zahle jeden keine Mahnung. Nie. Und ich mache alles richtig wie in der Schweiz. Wieso ich keinen Schweizer Pass? Ja. Ich persönlich finde auch, man müsste eigentlich schneller können zum Schweizer Pass kommen. Mhm. Oder? In der Stadt Luzern sind wir aber, glaube ich, wirklich ziemlich fair in Sachen Einbürgern. Mhm. Aber das Problem ist einfach, es geht zum Teil lang. Oder? Ich finde, es geht zu lang. Und das ist, die Hürde, finde ich, ist immer noch eigentlich zu hoch. Also, Luzern im Prinzip ist direkt fair für Passaport in Japan. Aber kein Personalist ist Pass, der hier halama spät mit mir dann Passaport. Ja, bitte. Ich habe 6 Jahre in der Schweiz mit B-Visa. Ja. Ja. Das ist schlimm, Herr Süßli. Ja, ja. Ja, 6 Jahre in der Schweiz mit B-Visa ist Katastrophe. Immer. Immer aufs andere. Immer aufs andere. Ich muss einfach nur sagen, die Gesetze, wo das bestimmt, die können wir nicht selber machen, sondern das ist auf nationaler Ebene. Oder? Also es ist der Bund, der das macht und wir müssen nachher das eigentlich umsetzen. Die Lige, die wenn du in Kur, muss man mal die Kurspassaporte nehmen, dann muss man federal, kredit Zvicrës, nationale, jo vetëm në kantonë. Për me marë vizën C, nuk ka qenë obligatorisht për me maru kursin e gjuhës në shkollë. Tashi ka dalë kjo ligj. Genau, früher hätte ich gesagt, ist nicht
zwingend gewesen, dass wir Sprachkurs hat müssen machen für die deutsche Sprache, um den C-Ausweis zu bekommen, aber jetzt ist das neu. Ist das richtig? Ja, man hat zum Teil Bedingungen eben von nationaler Ebene her hat man verschärft, oder? Für die Einbürgerung, und man verlangt eigentlich mehr in dem Bereich. Parlament National Cican Mendoza, da ist das mein Boden in Luzern. Für mich war ein Lied speziell extra. Man hat ein Spezialgesetz für ihn. Tut mir leid. Ich wollte Schweizer Pass unbedingt. Halt in Marco gesetzt. Ich wollte integrieren 100%. Aber das kommt gut. Danke. Zvicra quhet dhe njifet si vend neutral. Pra, shkurt e Shqip, si aras kërkujna që shpullin në Shqiptarët. Zvic ish ja bekannt as neutrale Staat. Maras, momentan ish Schweizer man, ik bi Auslander total schade man. Mm-hmm. Ich habe einen Konflikt mit Maras, jetzt. Er hat gesagt mir Auslander. jetzt ich nicht rede mit ihm. Du, ti si neutral që je, që shmungesh me konë neutral mes neve dy dhe pra mos me na me të hatre, as mua as dy. As neutrale Schweizer, wie würdest du uns wieder versöhnen, wenn wir jetzt so in einem Konflikt sind? Ja, ich würde schauen, dass wir einfach reden miteinander, also viel mehr kann man glaube ich nicht machen. Das ist das Wichtigste, dass man, auch wenn man Differenzen hat, dass man zusammen redet und dass man das versucht zu klären. Und ich glaube, da kann man viel erreichen mit Reden. Meinen Sie, Dialog oder dann die Stimme voll, wenn Sie für mich Also, ohne personalisht, ne më nëtime ne më gjithdo Shqiptari, ju falendrojmë juve si komune dhe krejtë Zvicrën për gjithdo mundësi që i këni edhon Shqiptarë. Sepse keni bo shumë dhe jena pëthuise me drejta, jo pëthuise, po me drejta të barabarta me gjithdo Zvicrën, pra ndihemi shumë komod, ndihemi si në vendlinjen tonë edhe shumë mirë. A sajtë, mërë fyllet us alli sehr wohl da, mërë fyllet us via usim Heimatort oder usim Geburtsort und mërë hënd wirklich das Gefühl, dass mërë so die gleiche Recht haben wie eigentlich alle anderen auch. Und das finden wir mega schön. Ich möchte mich aber auch bedanken bei den Albanerinnen und Albanern, die in Luzern wohnen. Ich habe immer wieder Kontakt mit Leuten, die sich sehr engagieren, politisch, aber auch wirtschaftlich, mit eigenen Geschäften und so weiter. Und das ist auch ganz ein wichtiger Teil natürlich von der Stadt Luzern. Der Küdon mir auf allen der Rücken, der Schiptar, wird ja ein Engagement schon in der Ökonomie, in der Politik in der Stadt Luzern. Der Dorn muss allen der Rücken. Ich finde dein Votat. Zehn Stimmen kommen. Albaner, bitte, voto për Herr Sisli. In Mars, oder? In Mars. Also, jam kurështar, zoti kryetar, jam kurështar me ditë shumë gjona në krahasim me një kryetar të Zvicrës dhe me një kryetar tonin. Kryetar ton në Shqiptari i kemi të vështirë, në fakt edhe me taku, pra në qovë se dhja kishim dërgu ftesën një kryetarit ton, nuk më mërmine që dhja nga kishtë avë me të parën, si shë nga keni ardhju. A mundëm me t'i bo dë pytje me pa diferencen në mes një kryetari, apo këtë bjën pytje pak si komike, pak si qesharake, me pa diferencen mes një kryetari zviceran dhe një kryetari shqiptar ose balkanik? Können wir Ihnen so ein paar lustige Fragen stellen, wo wir so ein die Art der Politiker auf dem Balkan vergleichen mit den Politikern in der Schweiz? Gerne, ja. Top, okay. Abher. Nemi mësu me marë premtime që si janë bajt nga kryetarët tanë. Pra, dhe më thonë, nga kanë premtuë në iherë dhe si kanë bajt. Kështu që mos prejke, ne kryetarë dhe njërës tanë të ne po flasim me bo pak shohë. A banë edhe ti premtime dhe nuk im banë banorëve të qytetit tuaj? Ja, ich versuche natürlich immer das zu versprechen, wo ich das Gefühl habe, ich kann es dann einhalten. Es gibt natürlich manchmal schon Sachen, wo man sagt und denkt, ja, das kann man bis dann und dann machen. Mhm. Und da gibt es halt irgendwelche Zwischenfälle, irgendwelche Einsprachen, zum Beispiel bei Projekten, die man nicht selber beeinflussen kann. Aber vielleicht sind wir da in der Schweiz schon ein bisschen zurückhaltender, oder? Im Sinne von Versprechungen machen. Was hat sich tun, hast du auch Pac-Man Rüschen-Küpe, wo man nur muss man Printu senden, dass nicht mehr machen muss. Po thot po normal ka jarë ndodh që diçka premton deri me këtë datë ndodh kjo edhe nuk mund me majt për tonë. Alzo, stili unë në Balkan, unë po tisha kryetari komunës në një vend të Shqiptaris, kom qef me zgjidh një sekretare të mirë, me kanë për një menjë sekretare seksi, me pas në krah, edhe nështë ta me të kalumen me pas femen. Ju në Zvicra funksionën qështu, të ju a ju? Nein, also wegen der Frauen sowieso nicht, aber eigentlich ist es bei uns so, dass wir...
Dass wir eigentlich, wenn wir in die Verwaltung hineinkommen oder gewählt sind, dass wir eigentlich mit den Leuten, die dort sind, eigentlich arbeiten. Das ist bei uns Tradition. Wenn es dann nicht funktioniert mit jemandem, dann gibt es vielleicht schon mal einen Wechsel. Aber eigentlich übernimmt man die Leute, die man schon antrifft. Kurz geht es, dass ich wenn ich die Präsident bin, dass ich mir nicht einen Kon per Paar habe. Ich habe nicht einen Kon per Paar. 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 Ich habe nicht einen Kon per Po me qëllu në i sekretare shumë mira, po gjelozë gruja? Në të vendësit ndohën, me ka gujtë të zhenë di sekretarin vetën të frau i fërsyhtik, sajnë. Nein, das ist nicht so. Und bei uns ist das wirklich nicht das Kriterium. Wir brauchen Leute, die gut arbeiten. Das ist eigentlich das Thema. Ja. Kjo nuk ka kriter, po thot. Vynë mas pare, vynë njerës që punojnë mirë. Ajo tani, ashtë bua jo. Das ist idiotische Frage, eh? Ja, spitzle, ja. A shet mend veç si e kryetari i Lucernit, pra, apo je thjesht si kur krejt qytetar tjerë, ose nën punë si jotë? Genau, sind Sie bodenständig als Stadtpräsident, oder gibt es denn doch so einen Moment, wo man den erhobenen Hauptes? Ich probiere wirklich sehr nahe bei den Leuten zu sein. Ich habe sehr viel Kontakt mit den Leuten und ich probiere eigentlich immer wieder auch mit dem Kontakt oder irgendwo die Nähe zu finden. Ich habe zum Beispiel auch so eine Einwohnersprechstunde, also wo die Leute regelmäßig zu mir kommen können. Da müssen sich einfach nur anmelden und dann können sie mit mir ins Gespräch kommen zu irgendeinem bestimmten Anliegen. Also da gibt es überhaupt keine Schwellen oder keine Hürden. Sondern sehr nuk ka barriere, edhe është shumë thjesht, po mënohet edhe me fol me poplin normal, me pas sama shumë kontakt, edhe bile ka një shprehshtun dhe quhet një orë komun, se cili person me registru edhe me shku me fol me Bea Cizlen edhe me kazu se qka kish pas dëshirë me ndryshu. Bravo, Dua Drogitje, bravo. Tek ne kryetarët ose shoqërues të eskorta e kryetarëve parkojnë makinën në vend dhe pa vend. Ju si kryetare, parkoni makinën tuaj vend dhe pa vend edhe stanin hiç? Ja, ta habe ich keinen Vorteil. Ich habe gar kein Auto, muss gar nicht parkieren. Wenn noch kein Makinë, oder? Kein Auto? Ich habe selber kein Auto und auch der Stadtrat. Also, wir sind ja 5 Leute, oder? Und ich bin einfach einer von denen. Wir haben kein Dienstfahrzeug. Ich habe ein schönes Velo. Ich bin meistens mit dem Velo unterwegs in der Stadt Luzern. Ich kann nicht beziehen, noch kann man gehen. Keine! Dann haben wir noch das Generalabonnement, oder? Das können alle im Stadtrat zur Verfügung gestellt über. Und ich fahre eigentlich, wenn ich nicht mit dem Velo fahre, mit dem Bus oder mit dem Zug. Und dann kann ich Abonnement kommen, wo sie mit dem Autobus oder mit dem Train. Oder, ja, Bicycle, Train und Autobus. Keine S-Klasse wie in Balkan? Nein, ja, leider nicht, nein. Oder zum Glück. Nochmal, keine S-Klasse wie in Balkan, 200.000 S-Klasse? Nein. Keine? Nein, gar kein Auto. Also wir haben wirklich kein Dienstfahrzeug. Als nicht mal Kind kann, das ist so. Die Pune. Ja. So. Ja. A shkon më vonë në punë si kryetar që i, apo a shkon rriktik në rarë si kur punëtor të tjirë? As Stadtpräsident, gënë si dhe në shpëtër go shafë, o dhe gënë si vëkë um die Uhrzeit, wo dhe nalli andre normale Mitarbeiter gënë? Nein, ich bin schon eher einer von den Ersten und wahrscheinlich in den meisten Fällen auch der Letzte. Also das ist schon so, oder? Schon also ich habe sicher die längere Arbeitszeit als die meisten Leute. Schon mit den Kurs, wo du hast die Paare, die gehen in Syrien, dann die Funde gehen dir bei Syrien. Schon mit den Kurs, die gehen noch mal schon die Stadt. Bravo, bravo. Ja, Blerta, të lutëm, një dhuratë kemi të vogël simbolike, për para se të largohesh një dhuratë simbolike, pra këtu kemi... Das ist, wenn ich komme einmal für Schweizer Pass in deine Büro, ja. ich wollte schauen, dass in... Cognac. Da können wir das zusammen trinken, ja. Ja, super. Aber der Kanun... Der Kanun? Der Kanun ist Kanuni Lek Dugajinit. Është një libër që na ka mbajtë neve shqiptarëve të bashkuar në sundimin otoman. Tani, ne jemi shtetë europian, jemi njerëz europian, respektojmë ligjet, jo mo këtë kanun, pra nuk e respektojmë mo ligjet e këtij kanuni, marrësh mundësinë për kthy. Mirë, po kjo është një relikt shqiptar, që një libër dhe një
një ligj I lek dugagjinit që na ka mbajtur bashkumë edhe për natë kohë, për në kohën e vet, ka qenë I mirë për ne shqiptarëve. Sot nuk jemi, domethënë, nuk bazohemi te ky, por nëse do më njoft më tepër shqiptarët se çysh kanë hek ose çysh kanë mujt me majt njëri tjetrin, ose çysh kanë mujt me majt ligjet, mundesh me lexu këtë e ketë përkthyer edhe në gjermanisht, edhe nëse na shef në herë të pa integruar, dije që ky na kalon ka herë mbrapa. Ja, jec Alli Albanerish, ja bitëshën, jec Alli Albanerish europian. Jec më europeish orientiert, ja. Und das ist aber für sie, wenn aber, sie interessiert. Das ist ein relikt. Ja. Çka kena hek dikur edhe mundesh me lexu për shqiptarët me na njof pak më afër. T'lutem lexo pak edhe për Nën Terezën, më shumë edhe brapa në herën e dytë e banë si mendimin e parë me mendushën shqiptare jo indiane. Gesagt, sie können ja da mal gerne ein bisschen ihr lesen, wenn sie das interessiert und er gesagt, er fände es schön, wenn sie vielleicht auch noch über die Mutter Teresa noch etwas würden mehr lesen und dann das nächste Mal, wenn sie vorbeikommen, können wir über das reden. Faleminderit shumë, Herr Zysli, faleminderit shumë që gjetë e kohë, ishe pranimin që më fol Shqip Show, për para se të largohesh, kam një dëshirë t'japësh një mesazh të përgjithshëm për të shikuesit tanë të fol Shqip Show, që janë miliona të ushaure që na shikojnë. Gerne, merci vielmals. Also ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es natürlich extrem toll, dass ihr die Verbindung macht zwischen Schweiz und Albanien, dass ihr so fürs Verständnis auch werbt, dass ihr einen Beitrag für die Integration auch macht mit dieser Sendung, mit eurer Tätigkeit. Und ich kann einfach nur allen sagen, kommt mal auf Luzern. Also es hat immer noch Platz, obwohl es viele Touristen hat, aber wir haben Platz und es sind alle sehr herzlich willkommen in Luzern. Also die Pipelchen schon, falle in der Tat nicht herrschen, ich habe mich Në shumë që bojmë këtë lidhje mes Zvicërës edhe mes Shqiptarëve edhe që bojmë dishka për integrimin e Shqiptarëve në Zvicër edhe po thotë vizitoni kretë Lucernin edhe pse kemi shumë turista po thotë ka ven edhe për hala ma shumë që dojmë Tanke Filmal, falemderit shumë që ishe pranishëm Mos haro da të das kostet ein Shqiptar pas Ja Falemderit shumë